Schere. Und ich habe eine coole Kameraführung. Papa, Papi. Mhm. Wie kriegst du das jetzt auf? Schokolade, Sophie. Schenkst du mir die? Nee, Mami hat's. Achso. Okay. Mami hat's. Dann bis morgen. Papi, dann nehmen wir den. Popo. Popo. Süß. Guck mal, wie der lacht. So, wird hier erstmal aufgeräumt. Aber die Nacht war gut. Also, war zweimal wach. Und sonst hat er geschlafen. Musste ihn halt nochmal komplett wickeln. Weil alles wieder nass war. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Um 23 Uhr geschrieben hast. Ja. Gut geschlafen. Weil komplett die Klamotten. Alle singen. Ja. Super. Alle singen. Toll. Lacht die ganze Zeit. Hand. Hier. So, am ersten Sonntag mit dem Kleinen zu Hause gibt es heute, Martha hat gesagt, zur Feier des Tages, okay, gibt es hier zum Nachtisch nachher. Das, was ich haben wollte die ganze Zeit. Apfel-Marzipan-Strudel. Und dazu wird es geben, also vorher natürlich. Hier läuft die Wäsche. Wird es diesen Braten hier geben. Und ja, dass ihr nicht immer denkt, wir essen nur ungesunde Sachen. Das Gesunde steht hier hinten im, und keiner rührt es an. Super. Ja. Und ich werde Klöße dazu machen. Also ich werde heute kochen, habe ich das schon gesagt. Ja, gell? Wir werden euch das dann später zeigen, wie wir das unter ständigem Rühren in den Ausguss geben, weil es nicht geschmeckt hat. Oh, Leonie weint, ich muss weg. Tschüss. Oh, Leonie hat gesagt, Baby auch Pimpams, gell? Sie ist jetzt deine. Die ist, glaube ich, zu groß. Bald brauchst du keine mehr, gell? Bald bist du ohne Pampers. Mäuselein. Ich glaube, die Wäsche ist fertig, Lukas. Lukas ist auch schon wach. Hat sein Türchen geöffnet. Kleiner Mann schläft. Papa macht gerade was am Computer. Ich freue mich auf das Mittagessen heute. Papa macht nämlich Braten. Du auch? Hast du schon Hunger? Baby. Was guckst denn du da? Hast du toll gewickelt, mein Schatz. Ja. Ich bleib heute mal ungeschminkt. Ich habe keine Lust, das rumzugehen. Mir die Haare zu machen. Nee, morgen schaffe ich, glaube ich, gar nichts. Morgen bin ich ganz alleine. Lukas hat zwar keine Mittagsschule, der kommt dann um 13 Uhr. Das ist sehr gut. Meine Rettung. Und ja. Spielen verstecken. Süß. Oder ist er hoch? Nein. Papi. Ist der Papi? Ja. Was macht er mir hier an, der Lukas? Lukas, mach das mal aus hier. Wo bist denn du? Der Fettsack hat die Augen auf. Die ganze Zeit schon. Sag selber, Fettsack. Okay, ich glaube, er will nicht gefilmt werden. Leonie spielt mit ihren Weihnachtskugeln, die vom Baum hier kommen. Hier wird schön gekocht. Hier sind Speckwürfelchen. Wie heißt das Essen? Wie heißt das Essen? Braten. Ein Braten mit
den Apfelrosenkohl und selbst gemacht, naja, selbst gemacht, selbst geformte Knödel. Hier ist das Fleisch. Schön vegan. Hier ist. Ja, das ist. Für die Soße Fleisch, dann später. Soße, Rotkohl, Kraut, glaube ich. Und Selina formt die Klößchen. Darf ich da Wein? Ja. Selina immer noch mit Mundschutz. Ich hab Durst, ne? Hier die Flasche festhält. Meine. Der Profikoch. Der holt die Backform aus dem Backofen und fest, fast holt dran. Nur einmal kurz. Ja, Sternekoch. So, der Roy badet die Kleine jetzt und hat hier die Küche auch sauber gemacht. Ich saß nämlich jetzt wie nach dem Schlachten oder so. Schlachtfest. Jetzt wieder schön sauber. Es war übrigens sehr lecker, was er gekocht hat. Ich gebe dem Kleinen jetzt die Pulvermilch. Das ist Jessen bisher der Beste, das tun wir. Ja, ich weiß. Der beste Torwart. Gleich kommt unser Spiel hier. Polen gegen Frankreich. Und wann spielt Deutschland? Ja, ich komme gar nicht mehr hinterher irgendwie. Viele fragen immer, ja, ich bin in Polen geboren und Roy ist deutsch. Später wird er gebadet, das erste Mal. Der Roy hat mir vorhin den Preis hier für die Nabelpflege verraten. Ich dachte, mich trifft der Schlag. 23 Euro. Das Puder für den Bauchnabel. Wahnsinn, oder? Krass. Ne, Hauptsache ist. Dann gut. Eigentlich hätte ich ja auch vom Kinderarzt was holen können, aber das geht ja leider nicht. Guten Appetit. Kaffee. Leonie hat vorhin gestempelt hier. Wird sie bestimmt gleich weitermachen mit dem Baden. Sieht so schön aus. Ich liebe das. Weihnachtszeit. Oh, ein Nackedei. Also die Pulvermilch zu meiner Muttermilch dazu. Ne? Ich pumpe ab, also im Wechsel. Weil irgendwie habe ich auch nicht so viel. Haben wir den Rücken schon? Naja, mal gucken. Genau, vielleicht kriege ich zu wenig. Wir baden den Kleinen dann auch hier, weil das einfach der wärmste Raum im Haus ist. Deswegen zieht der Roy die Kleine hier jetzt um. So. Schön warm, warte, gell? Leonie ist eingeschlafen. Und Papa bringt sie jetzt schnell hoch. Und dann können wir den Kleinen baden. So, Polen verliert. 1-0. Jetzt baden wir den kleinen Mann. Das müssen wir ihn aber aufwecken. Schläft und schläft und schläft den ganzen Tag. Und nachts ist er alle 2-3 Stunden wach. Oh. Ich muss dich wecken, kleiner Mann. Ich mach das mal da runter. Dann können wir ihn da in das Handtuch legen. Oh. Hier ist das Handtuch. Das ist schön. Schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Leonie hat geweint beim Essen. So, er hat's geschafft. Mich badet die Marthanese. Er mag das nicht, wenn man ihn auszieht. Ich schon. Ja. Aber hilft mir jetzt hier hoch. Keino. Mach Amba. So, mittlerweile. Siehst du? 6:15. Der kleine Mann ist wieder wach geworden. Ich glaube, ich mache ihm jetzt noch mal eine Milch. Der Roy ist jetzt hoch zu Leonie. Und wir schlafen wieder hier unten. Ja, so hat jeder seine Ruhe, weil alle zusammen oben, das hat nicht geklappt. Da weckt sich jeder gegenseitig dann auf und so hat der Kleine hier Ruhe, Leonie oben. Morgen früh muss der Roy dann die Kleine hier runterbringen, bevor er in die Arbeit geht. Weil wir sind ja morgen alleine. Die Kinder sind in der Schule.
bin mal gespannt, wie das morgen klappen wird. Ja, jetzt mache ich mal einen kurzen Moment. Lukas ist hier noch bei mir. Polen hat verloren. Aha, mein Schlüssel, ja. Leg den vorne hin. Oder nehme meine Hand ab. Ich brauche den nämlich morgen. Ich muss doch zum Arzt. Kleiner Schatz. Ja. Das Licht macht voll die lauten Geräusche dahin. Ihr Lieben, ich würde mich dann von euch verabschieden. Mein Laptop liegt hier schon bereit. Wenn der Kleine einschläft, kann ich hier in Ruhe mein Video schneiden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis, ich glaube, morgen. Tschüss.